Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem Video. Und zwar hat mich letztens ein lieber George gefragt, ob ich mal zeigen könnte, wie mein ganzes Setup für die Bebop aussieht. Und da ich das noch nie so in einem Video komplett gemacht habe, fand ich, dass das eine sehr gute Idee war. Und deswegen zeige ich euch jetzt hier mal mein ganzes Setup. Dazu gehört als erstes logischerweise mein Handy. Das habe ich jetzt aber noch nicht dazu gelegt, weil das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man das Ding hier bedienen möchte. Und dann gibt es da dafür ja den Sky Controller, nur der war mir einfach viel zu teuer und das war es mir einfach nicht wert. Deswegen habe ich mir hier von Mad Catz einfach einen Bluetooth Controller gekauft. Das ist der Control I für i-Geräte, also für mein iPhone. Den gibt es aber auch als normale Android-Variante, das ist dann der Control, also ohne ein i hinten dran. Es ist egal, die funktionieren beide gleich, ist halt nur, dass der hier einfach für mein Gerät ist. Den habe ich in blau-schwarz gekauft, dass es zu der Drohne passt. Hat, ich glaube, 20 Euro mehr gekostet. Der hat nämlich irgendwie 55 gekostet, statt irgendwie sonst 30 oder sowas. Aber das war es mir wert. Das sieht super aus so. Und das habe ich mit dieser Handyhalterung hier eigentlich immer so benutzt. Und dazu gekauft habe ich mir, weil ich halt zumindest näher an die Akkulaufzeit von der zweiten Bebop rankommen wollte, diesen größeren Akku gekauft. Obwohl ich da auch letztens eine Diskussion in den Kommentaren hatte, der hat eine deutlich längere Laufzeit als die Standardakkus. Das ist so, auch wenn das für manche vielleicht keinen Sinn ergeben mag, weil der auch schwerer ist. Das ist so. Diese Theorie mit, dass der ist ja schwerer, deswegen ist das, kann das nicht eine längere Akkulaufzeit haben, stimmt zwar, aber nicht in so einem Maße hier. Wenn man Raketen zum Mars schicken will, da kann man schon eher über solche Sachen nachdenken. Und da ist das auch irgendwann so, wenn du da 20 Tonnen an Sprit dran hast, irgendwann wird das Raumschiff einfach zu schwer und lohnt sich dann nicht mehr. Also das bringt dann nicht mehr Laufzeit sozusagen. Das ist bei den Akkus natürlich genauso. Stimmt natürlich genauso. Wenn ein Akku jetzt 5 Kilo wiegt und genauso viel Power hat, schafft die Drohne das einfach nicht. Und der hier wiegt vielleicht 100, 200 Gramm mehr als der Standardakku. Das schafft die Drohne locker. Und das macht einen Unterschied. So, so viel dazu. Und was ich jetzt letztens gemacht habe, zwar habe ich hier mit zwei Komponentenklebern einfach eine Powerbank an diese Controllerhalterung hier dran geklebt. Ja, diese Schiebfunktion funktioniert immer noch. Und mir dann so ein WLAN, ja, wie soll man es nennen, so ein WLAN-Verstärker quasi gekauft. Und der Trick davon ist, so, der funktioniert mit USB. Und nicht wie die meisten normalen, die man so im Haus hat, mit einer normalen Steckdose. Und deswegen stecke ich den da rein. Und dann habe ich nochmal deutlich mehr Reichweite. So, die Bebop, weil ich die letztens repariert habe, habe ich die jetzt auch anders lackiert. Also hier vorne das habe ich anders lackiert. Und da ich auch neue Propeller gekauft habe, habe ich jetzt einfach mal 4 blaue rangemacht. Ich finde, das sieht viel, viel besser aus. Und was ich dann noch gemacht habe, ist diese Standfüße hier drucken. Das dauert ungefähr 20 Minuten einer. Also ist vollkommen in Ordnung. Ja, hier hinten ist leider eine so eine Schraube verloren gegangen. Die habe ich nicht fest genug reingeschraubt. Kann man sich aber auch Ersatzteile drucken. Und so schlimm ist das jetzt nicht, das funktioniert immer noch. Und ja, dann würde ich sagen, baue ich das alles zusammen. Und dann zeige ich euch, wie es hier digital in der App weitergeht und was ich da benutze. Habe ich jetzt alles fertig zusammengebaut, ist auch nicht so viel, das dauert keine Minute, es geht sehr schnell. Und ja, jetzt habe ich das hier schon reingesteckt, dann seht ihr schon das grüne Licht, was da leuchtet. Und dann zeige ich euch, wie es jetzt weitergeht. Und zwar, das ist ein Bluetooth-Controller, funktioniert mit zwei dreifach A-Batterien. Dann schalte ich den jetzt mal ein, da seht ihr, der leuchtet auf. Mache ich mal mein Handy ein. Da ist der Controller auch schon verbunden. Da. Dann mache ich jetzt die Drohne an und in der Zeit können wir über die App reden. Dann habe ich hier einen Bebop-Ordner. So, und zwar, das ist ja dann die normale App von Parrot selber. Free Flight Pro, ja, Free Flight Pro heißt es jetzt mittlerweile. Die benutze ich nicht, weil die mir ehrlich gesagt einfach zu wenig Funktion hat. Da gibt es kein Follow Me, da gibt es kein Watch Me, da gibt es solche ganzen Funktionen, Tap to Fly und sowas alles, was ich zwar auch nicht immer benutze, aber das gibt's einfach nicht und die App zeigt mir auch viel zu wenig Informationen.
Deswegen benutze ich die nicht, sondern habe mir Bebop Pro gekauft. Ja. Kostet 16 Euro irgendwas. Ist selbst programmiert von einem, ich glaube, Portugiesen oder Spanier, mich oder vielleicht Italiener, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall heißt da Michele Vagnetti oder so in der Art. Und die drei Apps hat er: Bebop Pro, Bebop Fix und Bebop 360. Das 360 ist so, da drückt man auf den Knopf, die fliegt einmal im Kreis und macht 360-Grad-Fotos, habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen. Bebop Fix ist einfach nur, um die 180-Grad-Fotos von der Bebop in was Brauchbares zu, umzuwandeln. Und Bebop Pro ist die normale Flug-App, die ich benutze. Und dieser Controller hier, das ist ein ganz normaler Bluetooth-Controller, den man auch so zum Spielen benutzen kann. Und der wird sogar auch in der normalen FreeFlight Pro-App erkannt. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Da muss man dem halt nur am Anfang kurz erklären, sozusagen, was das ist. Da sagt er, Controller, zeigt er zwar nichts an, aber oben in der Ecke so eine 1. Wenn ich da drauf drücke, dann sagt er hier, MadCuts Control E. Dann drücke ich da drauf. Und jetzt weiß er Bescheid. Er kann zwar nicht die Akkulaufzeit und das alles sagen, aber er weiß jetzt Bescheid, dass es das ist. Und hier die Drohne müssen wir auch nochmal kurz ihm sagen, indem man auf Connect drückt. Dann rafft er das meistens. Aber egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Deswegen zeige ich euch jetzt hier Bebop Pro. Das ist eigentlich ja das Wichtigere. So, suche Drohne, da ist es schon und der direkt Bebop Repeater, also der versteht das auch, dass es ein Repeater ist. Dann drückt man hier einmal drauf. Und jetzt bin ich auch schon verbunden. Seht ihr hier, das ist auch das Live-Bild hier in dem Fall. Und jetzt seht ihr hier, hier unten gibt es Abheben. Daneben sind so Standardfunktionen wie Höhe, Distanz, Geschwindigkeit und an sich die Höhe. Das ist auch 229 Meter, sehr präzise. Dann hier, das finde ich sehr cool. Sky Controller gibt es hier, falls man den benutzt. Handy und Drohne. Und dann gibt es hier GPS-Empfang und Akku. Da seht ihr hier Akku, die einzelnen Daten stehen dann da. Hier der Empfang, kann man hier nochmals abändern über den Controller. Hier die Geschwindigkeit, Sport, Filmen 2, Film 1 und Stativ. Ich mache meistens Filmen 2, wenn es ein bisschen weniger ist. Hiermit kann man auch mal die Kamera hoch und runter bewegen. Gut, dann da oben Videoaufnahme starten, Foto, Emergency hier am besten nicht drücken. Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Und das hier ist alles relativ uninteressant. Das Einzige, was ich euch zeigen möchte, ich muss jetzt auch mal gerade hinterher gucken, MFI Bluetooth Controller, der rafft das nämlich. Dann hat er Taste A, B, X und Y. Und das sind ja hier A, B, X, Y. Und dann kann man hier habe ich jetzt zum Beispiel Taste B, Take Picture, dann kann man hier alles Mögliche machen. Ich muss gerade mal selber gucken. Ah ne, das passt aber so. Und ja, da kann man das einstellen, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich habe einfach hier abheben, Foto, Return to Home und hier Videokamera in der Mitte machen. Jetzt hier natürlich hochfliegen, runterfliegen, nach rechts drehen, nach links drehen, vorne, hinten, links, rechts. Hiermit kann man die Kamera kontrollieren. Ich drücke das jetzt mal, müsst ihr mir einfach glauben. Ja. So, rechts, links. Und wenn ich jetzt diesen Knopf hier drücke, geht es wieder in die Mitte. So, und jetzt fängt es ja auch schon an zu regnen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich zeige euch aber trotzdem mal kurz einen kleinen Flug davon. Und wie diese App funktioniert, nehme ich kurz noch die Kamera hier und entferne mich ein bisschen von der Drohne. Oh, ich musste die Drohne jetzt leider nochmal neu starten. Die App hat nämlich echt oft Probleme damit, wenn man die Bildschirmaufnahme im Handy startet. Dann funktioniert die, man ist irgendwie, dann funktioniert die manchmal einfach nicht mehr. Aber jetzt sollte sie gehen. Und jetzt fokussiere ich mal wieder auf die Drohne. Dann drücke ich, wie gerade auch, hier nochmal kurz auf A. Ja, das war zu schnell. Jetzt. So, dann fliege ich hier mal ein bisschen so durch die Gegend und ich hoffe mal, dass es jetzt für euch ganz interessant ist. Aber allzu lange kann ich jetzt nicht fliegen, weil es wirklich gerade anfängt zu regnen.
Oh, die Drohne ist jetzt gerade 70 Meter weg, aber auch 20 Meter hoch. Ah, ich fliege jetzt noch mal etwas weiter weg. So, die ist jetzt 100 Meter weg ungefähr. Und ich habe, wenn ich mal drauf zeige, ja, gerade ist nicht so gut, nur 56% empfangen. Aber wie ihr seht, ist das Videobild sehr stabil. Es ist jetzt gerade nur kurz abgebrochen, weil ich hier die Antenne auf dem Boden gezeigt habe. Jetzt kommt mal wieder zurückgeflogen. Dann seht ihr auch die Geschwindigkeit. 23, 24, 27. Ja, die kommt ziemlich flott an. Jetzt mache ich langsam weniger Gas. Jetzt gucke ich mal mit der Kamera runter auf uns hier. Ja, dann komme ich jetzt mal angeflogen. Und ich lande mal hier vorne. Ja, das ist ja das Problem hier in diesem hohen Gras, aber mit ohne diese Landefüße wäre sie jetzt noch tiefer ins Gras. Jetzt piept sie rum, weil sie denkt, sie hätte einen Unfall. Aber ist natürlich nicht der Fall, sondern nur das eine Propeller da vorne ist ein bisschen stehen geblieben. Und ja, das war's mit diesem Video. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Bis dann und tschüss.